Ja, hallo liebe Modellbaufreunde. Heute hat mich eine Frage erreicht, beziehungsweise ein Kommentar unter einem Video von mir zu diesem Modell hier, der Revell Corvette C7R. Und zwar hat jemand gefragt, beziehungsweise es gibt dieses Modell als, ja, wie soll ich es nennen? Starter-Kit sozusagen. Es gibt das zu kaufen als Set, wo verschiedene Pinsel und Farben dabei sind. Ja, ob man das auch damit bauen könnte? Ja, natürlich kann man das so machen. Man kann im Prinzip alles machen. Die Frage ist halt immer, was hat man sich für Ziele gesetzt, was möchte man als Endergebnis erzielen? Grundsätzlich sei schon mal gesagt, mit den Standardfarben, die bei diesem Set-Button dabei sind, werden wahrscheinlich hier diese Emaille-Farben sein. Grundsätzlich kann man dieses Ergebnis hier nicht erzielen, auf gar keinen Fall. Also wenn man eine wirklich glatte Oberfläche hinkriegen will, muss man eben die Airbrush benutzen oder Farbe aus der Sprühdose und vernünftigen Klarlack drüber machen. Ansonsten wird das eben nichts. Ja, ich sag mal so, also jeder hat mal angefangen und ich wurde dann auf jeden Fall gefragt, ob ich nicht mal ein Grundlagenvideo machen könnte. Was wird eigentlich für den Modellbau benötigt? Beziehungsweise, was ist ausreichend für den Anfang? Ja. Ich sag mal, was man sich auf jeden Fall zulegen sollte, um vernünftig Plastikteile aus den Gießessen zu trennen, ist natürlich ein vernünftiger Seitenschneider aus dem Modellbauzubehör. Dann würde ich empfehlen, ein Skalpell, um auch Kleinteile raustrennen zu können. Einen kleinen Satz Pinzetten, um Kleinteile auch vernünftig ankleben zu können, ohne dass sie einem immer wieder aus der Hand fallen. Natürlich ein paar Pinsel, groß und klein für die Feinarbeiten. Eine Feile gibt es auch hier, von DM habe ich die, glaube ich. Ne? Es gibt auch diese Sanding Sticks hier in etwas schmalerer Form. Ja, und natürlich Kleber. Ne? Ich benutze hier hauptsächlich diese Standardtuben von Revell. Dann gibt es hier noch mit dem Pinselchen dran, diesen extra dünnen Kleber, ist auch gut für Kleinteile und ja, um zum Beispiel Rumpfhälften zu verkleben oder was, läuft schön in die Ritzen rein. Ja, und für die Decals, ja, muss man eigentlich auch nicht am Anfang haben, das ist hier dieses Decal Soft, das ist ein Weichmacher, der die Decals eben weicher macht, damit sie sich besser an die Oberfläche anschmiegen. Ja, an Farben, ich habe natürlich auch zu Anfang mit den ganz normalen hier Emaille-Color-Farben angefangen. Und bei diesen Starter-Sets oder beziehungsweise Komplett-Sets, nennen sie sich, sind dann auch die Emaille-Farben in diesen Töpfchen mit dabei meistens. Ja, dann habe ich hier einfach nochmal die Aqua Color Farbe dazugestellt. Die kann man auch pinseln, genauso wie diese Farben. Allerdings sollte man vorher grundieren, sonst halten sie einfach nicht. Und das Modell natürlich vorher gründlich reinigen. Ja, das ist im Prinzip ist das alles, was man für den Anfang braucht, beziehungsweise was ich dem Anfänger empfehlen würde. Ja, natürlich, es gibt noch so ein paar Sachen, die natürlich jeder im Haushalt hat, denke ich mal, hier so Wattestäbchen und natürlich noch der allerbeste Freund des Modellbaus, genügend Zewa. Also es geht immer was daneben und um Pinsel sauber zu machen etc. Zewa ist auf jeden Fall vonnöten. Gut, ja, eventuell, um Kanten sauber abzukleben, natürlich noch Masking Tape. Ich habe das hier in verschiedenen
breiten vorrätig. Das schmalere, das ist ein 2 mm Abklebeband, natürlich für die Feinheiten. Und sowas dann hier, das ist glaube ich 15 mm oder sowas für die größeren Flächen dann eben. Dazu sei noch gesagt, nehmt nicht normales Tape aus dem Baumarkt. Das ist mir einmal passiert, damit habe ich abgeklebt, das war so fest drauf, dass ich mir nachher die Farbe mit runtergezogen habe. Seht davon ab. Jo, ansonsten, gut, das kann man sich auch alles später dazu holen. Ich habe hier noch so Krokodilklemmen für Kleinteile. Wenn ich sie dann fertig lackiert habe, kann man die schön reinstellen zum Trocknen. Ja, und alles andere, das kommt mit der Zeit, würde ich sagen. Ja, also man muss jetzt nicht unbedingt mit Airbrush direkt anfangen. Wobei, wie gesagt, was ich ganz ehrlich sagen muss, mit dem Pinsel erzielt man gerade bei Autos, bei Automodellen, kriegt man nie ein sauberes Ergebnis hin, nach meiner Erfahrung. Und das Schwierige zudem bei Automodellen ist noch, dass da wirklich, je nachdem, alles sauber und glatt sein muss, es sei denn, man macht einen Red-Look draus, also irgendwas Vergammeltes. Ja, also das erfordert schon ein bisschen Geduld und ein bisschen Präzision. Ja, gut. Es gibt noch jede Menge andere Videos für den Anfänger zu diesem Thema. Das habe ich jetzt, wie gesagt, nur noch mal gemacht, weil ich darum gebeten wurde, ob ich mal so ein Video machen könnte. Ich hoffe, ich habe damit ein wenig weitergeholfen. Und ja, dann sage ich mal wieder, bis dahin, bleibt gesund, ciao, ciao.